Ja, hallo, herzlich willkommen zu HEZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Heute möchte ich Ihnen mal eine Geschichte über meinen 3D-Drucker erzählen. Vorgestellt habe ich den ja schon mal in HEZ 231, war ich glaube, seitdem habe ich einiges damit gemacht. Hier so Muster, hier so Zahnräder, vielleicht kann man es von oben besser sehen, hier so Zahnräder gebaut oder habe hier so Wellen gemacht oder hier. Das war von meinem Drehteller. Alles Mögliche damit gedruckt. Das hat sich also bewährt. Der ist so im Alltag angekommen. Der Nachteil bei den XYZ-Printern ist, dass sie nur mit eigenem Filament laufen. Sie haben also hier, vielleicht kann man das sehen, hier an der Seite einen Halter. Da auf den wird denn die Spule, die hat in der Mitte, da kann man es sehen, nur hier an dem kann man es besser sehen, hat in der Mitte so einen Halter, mit dem man den einhängen kann. Und das ist auch der Vor- und der Nachteil dessen. Ich mache den einfach mal auf, um Ihnen das mal zu zeigen, was da drin ist. Denn da drin ist ein, machen wir mal auf, wenn ich den also wegbaue, dann ist es eine ganz normale Rolle. Und hier drin, na, wo sind wir da? Da sieht man denn so einen kleinen RFID-Chip. Na, das ist andersrum, muss auch rein. So, einen kleinen RFID-Chip. Und darin, dann wird er hier so zugemacht. Und darin ist denn die Information, was das für ein Filament ist und wie viel noch auf der Spule ist. Geht die Spule gegen Null, wird er gesperrt. Es gibt natürlich im Internet dann genug Anleitung, wie man sowas hacken könnte. Mit mehr oder weniger Erfolg. Ich habe es nie wirklich probiert, weil ich nicht auf die illegale Schiene wollte. Aber ich hätte gerne anderes Filament mal gehabt. Andere Farben, andere Preise, denn XYZ ist doch recht anspruchsvoll in den Preisen. Außerdem gibt es dann auch, es gibt ja Filamente, so wie hier sowas, der ist elastisch. Mit dem macht man, das ist hier von meinem Getränkespender, das ist elastisch. Mit dem kann man Puffer oder sowas bauen oder drucken, mit denen das besser geht. Irgendwann fand ich denn mal neben den Sachen, die man bei eBay so findet, aus Bastardkreisen. Schauen wir mal. Nee, das war also die 231, war die Folge, in der ich den Drucker zum ersten Mal vorstellte. Das ist also hier der Drucker auf der Seite von XYZ Printing. Hier an der Seite eben der Filamenthalter. Und dann kam irgendwann mal das hier. Ein Open Smart Tag. Das heißt, man kauft so einen Tag. Ups, nehmen wir nicht mehr weg, hängt den hier drüber und kann dann beliebiges Filament bestellen und benutzen. Man muss dann ein bisschen schauen, was das für ein Filament ist mit den Schmelztemperaturen und was das ist und die Kurven. Da muss man dann so ein bisschen gucken und auch ein bisschen mit experimentieren. Also habe ich mir so einen Tag bestellt. Ich meine, es gibt die, habe ich Ihnen ja gesagt, es gibt solche, bei eBay findet man die. Die sind wesentlich preiswerter, die liegen also unter 50 Euro. Da gibt es auch schon billigere. Und der hier kostet eben auch 50 Euro. Ich wollte aber eben, wie gesagt, ein Original bestellen. Habe den also geordert, der kam irgendwann. Und dann habe ich den auch denn für anderes Filament gekauft. Das hier ist jetzt hier so ein silbergraues. Habe den da drauf gehängt, den Tag. Und bekam direkt eine Fehlermeldung. Und zwar eine Fehlermeldung, die vollkommen untypisch ist. Der sagte, die Heizung funktioniert nicht mehr. Die Düse ist überhitzt oder heizt nicht mehr. Voller Verzweiflung habe ich mich dann an XYZ Printing gewandt. Habe gesagt, Leute, was ist los? Was passiert hier? Wieso kann ich meinen Drucker denn nicht mit diesem Open Smart Open Tech erweitern, dass ich das Filament, das ich damals schon gekauft hatte, dann auch nutzen kann? Das Ganze ging denn, die Diskussion zog sich fast über 3 Wochen hin, bis dann irgendwann sagte, komm, jetzt schauen Sie doch mal bitte in die Firmware rein. Gut, die Informationen hatte ich denen alle schon vorher geschickt, aber anscheinend haben die nicht richtig geguckt. Und hier kann man also sehen, das ist der Vinci Mini 1 und so weiter, hier ist die Seriennummer und hier gibt es dann die Firmware-Version 1.14. Und der ist über USB angeschlossen und so weiter und so weiter und so weiter. Alles das, was er bietet. Das ist übrigens das Druckprogramm von XYZ Printing. Da kann man übrigens auch sehen,
für das neue Filament. Das hier hatte ich schon mir einen Halter gedruckt. Den hier. Nee, den wollte ich mir drucken. Ich hatte mir hier einen kleinen... Moment, so muss ich das denn machen? Entschuldigung. Ich hatte mir hier so einen kleineren Halter gedruckt. Der war denn genau richtig für die Rollen, wie sie von XYZ Printing kommen. Die sind ja kürzer, da sind nur 200 Meter drauf, die anderen haben 300 oder sogar noch 500 Meter oder noch mehr. Ich weiß, glaube, der hat sogar, steht jetzt hier im Moment nicht drauf. Ich weiß, der hat aber, glaube ich, 500 Meter drauf oder ein Kilogramm eben. So, und das war also der Halter, den ich mir gebaut hatte, um das Filament extern zu lagern und nicht hier auf diese kleine Klappe angewiesen zu sein. Kann man die sehen da? Ja, das ist die Klappe. Wollte die also einfach einklappen? Nein, beziehungsweise sollte das denn das Filament sein? Dann hatte ich mir überlegt, dann nimmst du dir in diesem Smart OpenTech, ist ja auch so ein NFC drin, ich nehme den und klebe den hier unten mit Klebeband gegen und habe dann hier die Seite bei. Das hatte ich mir vorher überlegt, bis dann die ganzen Fehlermeldungen kamen. Und wie gesagt, es ging dann 14 Tage, nee, 3 Wochen waren es, ging es hin und her, bis ich dann irgendwann eine Nachricht kriegte, ich habe dann nochmal nachgeguckt und das ist eine Firmware, die braucht gar keinen Tag. Da läuft sowieso alles mit. Zum einen war ich erleichtert. Ich habe das dann natürlich direkt ausprobiert, habe mir also dann hier mein damals noch neu gekauftes Filament genommen. Gut, jetzt ist hier noch die Klammer dran. So, habe das dann hier drauf gesetzt, daneben gestellt, einziehen lassen. Und ich konnte damit drucken. Gut, ich muss die Temperatur hinterhöhen. Das waren aber Kleinigkeiten. Aber es ging wunderbar. Ich konnte damit drucken. Hat mich natürlich geärgert, dass ich dann 50 Euro plus Porto, 10 Euro Porto, das Zeug kommt aus Holland, habe bezahlen müssen. Und die Antwort von XYZ Printing war dann erstmal, unsere Rücknahmepolitik sieht allerdings nur vor für 14 Tage. Nach 14 Tagen ist das verfallen. Dann gab es eine E-Mail-Diskussion hin und her. Dann hat man sich bereit erklärt, den Smart OpenTech zurückzunehmen. Und ich habe mir zumindest die Kaufsumme erstattet gekriegt. Aber trotzdem bin ich auf dem Porto sitzen geblieben. So, und habe dann hier eben mir meinen Halter, das ist der hier, den habe ich mir entworfen. Also ich entwerfe nicht in den Programmen von XYZ Printing, ich nehme CorelCAD dafür. Das war also jetzt hier der Ständer, richtig primitiv an sich, sollte man sagen, geht nicht. Dann habe ich vorsichtshalber noch so einen Deckel gedruckt, der davor sitzt, damit die Spule nicht runterfällt. Hat sich aber herausgestellt, das war gar nicht nötig. Es läuft alles so wunderbar. Jetzt kann ich also beliebige Filaments nehmen, auch die preiswerteren Filaments, denn XYZ Printing hat zwar eine sehr, sehr gute Qualität in Filaments, aber auch sehr, sehr gute Preise dafür. Also kann ich jetzt alles das mit dem Drucker machen, was ich mir vorher, was ich mir erträumt hatte. Vor allen Dingen, ich habe dann gedacht, ja, als ich mir den Smart OpenTech, also als ich mir den bestellt habe, juhu, jetzt kannst du alles machen. Die große Enttäuschung zunächst mal, bis dann endlich die erlösende Antwort aus Holland kam, diese Firmware sieht das sowieso vor, dass er ohne Tag arbeiten kann. Das wollte ich Ihnen nur mal so einfach erzählen, was einem so unterwegs passieren kann. Ich bin jedenfalls immer noch froh, wenn mein Drucker macht klasse Drucke. Gut, eine Einschränkung hat er, der kann er aber nichts für. Er kann maximal 15 cm. Also sind meine Kisten, auch die so Kisten, die ich drucke für meine Akkus und für meine Kabel, sind eben limitiert auf 15 cm. Auch hier der Ständer, der konnte eben nur diese 15 cm Spreizung unten haben. Größer geht es eben nicht. So, das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß dabei. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Einen wunderschönen Tag noch und auf Wiedersehen bald hier auf hansschmitz.org.